Sonntag, den 7. Juni 2020. Heute wird im IKG Lichtenberg die Klimatomaten gepflanzt. Es ist ja alles vorbereitet, dass mehrere Leute zuschauen können. Wir haben erstmal unsere Schilder rausgemacht, die vorher drin waren, und haben schon vorher die Löcher dafür gemacht. Richtig schön tief, Wasser bereitgestellt. Und dann kann es in Kürze losgehen. Marion hat versucht, so tief wie möglich zu buddeln. Und die Sache ist die, es geht darum, dass wir Pflanzen haben wollen, die mehr vertragen, ohne dass wir andauernd gießen würden. Und hier soll dann nicht mehr gegossen werden. Der Unterschied ist der, bei der Pflanzung wird sehr, sehr viel Wasser genommen. Das heißt also, für jedes Loch, ob wir das hier machen, weiß ich nicht, weil es dann sonst 90 Liter werden, kommt 30 Liter Wasser rein. Das heißt, wir haben jetzt in jedes Loch schon mal eine Kanne drin gehabt, 10 Liter. Und wir müssten noch mal 20 Liter rein. So, und als nächstes, hier kommt es, das ist die Grundlage sozusagen, und ihr seht ja, dass hier so ein bisschen graue Zeug drin ist. Und zwar ist das... Besondere Kompost? Ja, zeige ich dir. Und der normale? Zeige ich dir. Das ist der hier, der nennt sich... Besondere Tomaten? Der nennt sich... Anwachshilfe für bei Neupflanzern. Und außerdem habe ich reingemacht Katzenstreu. Ja. Und die Katzenstreu hat ja das, was die Flüssigkeit hält. Und das ist der Grund, warum wir das hier mit haben. So, jetzt machen wir das Parteiblatt also auf die drei Löcher. Man könnte zum Beispiel auch so ein bisschen geschnittene Brennnessel mit reinmachen. So als aber Dünger. Die Pflanze dann nicht, weil ich habe bei mir ein bisschen überdüngt. Also bei mir kommt die Wurzel ein bisschen zu nah an der Düngung dran. So, das ist jetzt sozusagen die Düngung. Ja, wir machen ja dann jetzt nochmal die nächsten. Ob wir gleich rein. 10 Liter drin machen oder weniger, müssen wir mal sehen. Ja, bitte, gleich ein Loch drin. Ich darf eigentlich nicht schwer heben heute, aber so ja. Wir haben die hier und pflanzen nicht alle aus. Umso eher haben wir hier dicht. Geht mal davon aus. Peter, und die haben ja viele großen Wurzeln gebildet. Genau. Ja. Mal da an die Seite zum Beispiel. Ja, einfach da hier so.